Sag mir, wer du bist, wie du denkst zu sein. Diese Frage stellt sich, bin ich mit mir selbst allein. Denn mein zweites Ich meldet sich zu Wort. Blitzlichter, blendende Stimmen in meinem Ohr. Mein Name als Leuchtreklame in Großbuchstaben und auffallenden Farben. Jeder soll mich kennen und wissen, wer ich bin. Doch ich frag mich oft, ob ich das wirklich bin. Ich blicke in den Spiegel und ich sehe diesen Volkolet. Wer ist die Flasche, die hier gerade vor mir steht? Man kann mir bitte jemand sagen, was hier vor sich geht, bevor ich seinen Kopf zerschlage und er von uns geht. Mann, ich pack es nicht, ich raff es nicht, warum er an mir klebt und mich verfolgt, als ob der Typ mein Schatten ist. Mann, ich bin nicht wie du und du bist nicht wie ich. Wir haben nichts gemeinsam, sag, warum verfolgst du mich? Wow, wow, mach mal langsam. Wer verfolgt hier wen? Ich glaub, du checkst dir was nicht ganz. Mann, denn du bist Geschichte gerichtet, am Kreuz vernichtet. Ich bin ein neuer Mensch, ich hab mich Gott verpflichtet. Und wenn ich ihn erkenne, dann erkenne ich mich selbst. Und wenn ich zu ihm renne, renne ich dadurch zu mir selbst. Ich akzeptiere, wer ich bin. Ich bin ein Unikat und mein echten Namen gibt mir Gott auf einem weißen Stein. Ja, die Zeit ist reif, um in Klarheit zu leben. Denn auf weißem Stein steht mein Name geschrieben. Um in Klarheit zu leben, denn auf weißem Stein steht mein Name geschrieben, steht mein Name geschrieben. Dürfte ich mich kurz vorstellen, man nennt mich Jua. Gianni Django, Italo, Ami, Augsburger Bua. Jahrgang 84, geboren nachts im Sturm. 1,81 groß, nachdenklich in Natur. Sag only God can judge me wie Mr. Shakur. Seit 6 Jahren ist es amtlich safe bei Yeshua. Deswegen sitzt mein innerer Loser bei mir in U-Haft. Denn er ist schuld, warum ich schon öfter neben der Spur war. Seien wir mal ehrlich, nobody's perfect, jeder macht Fehler. Und unsere Hülle wird zur Erde, früher oder später. Auf der Suche nach uns selbst, im Labyrinth in der Welt geht es uns auch mal zu schnell. Ich lade bei zu erkennen, denn er ist nicht wie du und du bist nicht wie sie. Sie ist nicht wie ich bin, genauso wie mich mein Vater sieht. Und bis zum Ziel wird mein wahrer Name ein Geheimnis bleiben. Er ist in Ewigkeit eingemeißelt auf weißem Stein. Ich hab es angenommen, das Angebot von Jesus. Sozusagen die rote Kapsel geschluckt wie Neo. Und ich erfuhr Vergebung für jede meiner Verfehlungen und wurde so in Gottes royale Familie geboren. Johannes, Lukas, Markus und Matthäus Gedichte waren nur Teil meiner geistigen Grundernährung. Und mehr bekam ich Einblicke in die Geheimnisse. Wuchs im Glauben mit jeder Lektion in Demut. Lange lief ich in die falsche Richtung, ohne zu wissen, wer ich eigentlich bin. Doch wer sollte es besser wissen als der, der mich schuf, der Christus, der mich besser kennt, als ich's tu. So folge ich nun meiner Bestimmung, ihm gleich zu sein. Und wenn am Ende meiner Zeit die Credits auf der Leinwand erscheinen, werde ich bei ihm sein und von ihm meinen neuen Namen empfangen auf einem weißen Stein. Ja, die Zeit ist reif, um in Klarheit zu leben, denn auf weißem Stein steht mein Name geschrieben. Ja, die Zeit ist reif, um mit Klarheit zu leben. Denn auf weißem Stein steht mein Name geschrieben. Yeah. Ja, die Zeit ist reif, um mit Klarheit zu leben. Denn auf weißem Stein steht mein Name geschrieben. Yeah. Ja, die Zeit ist reif, um mit Klarheit zu leben. Yeah. Denn auf weißem Stein steht mein Name geschrieben.